Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Kinderbuch für Kinder ab 8-9 Jahre vorstellen von Anja Janotta. Es heißt Links Lesestärke oder die Sache mit den Worten und Buchstaben. Es ist 2015 im CBT Verlag erschienen. Die Illustration hat Stefanie Jeschke geschaffen. Es umfasst ca. 240 Seiten und kostet 12,99 €. Um was geht's in dem Buch? Wir sehen hier die Hauptperson, Mira, ein Mädchen im Grundschulalter, die eine Lese-Rechtschreibschwäche hat. Und zudem kann sie sich auch Namen von anderen Personen ganz schlecht merken. Am Anfang ist Mira in ihrer Klasse so in der Beliebtheit im Mittelfeld. Sie hat einen besten Freund noch aus den Kindergartentagen. Und sie möchte aber gerne eine beste Freundin haben. Eines Tages kommt dann ein neues Mädchen in die Klasse und Mira, das Mädchen wohnt in ihrer Nähe, versucht also Freundschaft mit ihr zu schließen und gibt sich da auch allerhand Mühe. Aber ihre Widersacher in der Klasse, die Fiese, hat also auch ein Auge auf das neue Mädchen geworfen und ja, versuchte sozusagen, die Fastfreundin da auszuspannen. Nun spielt in dieser Geschichte dann die Lese-Rechtschreibschwäche von der Mira hinein. Sie hat immer wieder, also ihre Aufsätze sind rot gespickt. Das ist so der Anlass zu ersten Hohn und Spott in der Klasse. Auch so ein Kennenlernspiel verläuft katastrophal für Mira. Und so langsam bauen sich diese Spannung und dieser Hohn und Spott auf. Und Mira gerät ins Mobbing. Sie wird zunehmend von den anderen Mitschülern gemobbt. Die Anführerin ist die Fiese. Und Anja Janotta hat das richtig perfekt aufgebaut, wie so Mobbing anfängt, wie Mobbing sich entwickelt und also was es am Anfang so erst so ein leichter Hohn und Spott ist und wie der sich immer mehr verstärkt und zum Schluss zu einem dramatischen Ende ausgeht. Natürlich ist es ein Kinderbuch, geht das Ganze gut aus, denn es ist ein Kinderbuch und die Autorin will sozusagen die Kinder auch nicht alleine lassen. Ganz auffällig und auch immer wieder auch Symptom vom Mobbing ist, dass die Erwachsenen das Problem nicht erkennen. Also sowohl die Eltern als auch die Lehrerin erkennen nicht zum einen die Lese-Rechtschreibschwäche von dem Kind, als auch das Mobbing. Und Mira, das ist auch nochmal sehr gut dargestellt, dass es nicht Mobbingopfer immer irgendwelche kleinen grauen Mäuschen sind, sondern Mira ist eigentlich ein bisschen borschikos, neugierig, aufgeschlossen, fröhlich. Kann sich auch wehren und selbst so ein Mädchen wird durch diesen Mobbing-Kreislauf und die ganze Entwicklung und das auch durch die Mittäterschaft der Schulkameraden, die das sehen, dass sie gemobbt wird, aber auch ihr nicht helfen, wird sie zu einem Mädchen, das am Ende ja fast gebrochen ist. Sie versucht sich immer wieder zu wehren, sucht immer wieder auch Hilfe und Lösungen, aber sozusagen die Fiese ist da stark, sehr stark bis sozusagen zu dem Ende. Anja Janotta hat, wie gesagt, diese ganze Mobbing-Geschichte und auch das Problem der Rechtschreib-Leseschwäche sehr gut in diesem Buch eingebaut und zu einem ganz starken Block verarbeitet. Es ist eine Geschichte, die sehr, sehr berührt. Sie macht auch Freude zum Lesen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch witzige Einfälle und viele Szenen, wo man lacht, aber zum Schluss ist man einfach nur, ja, hat man sehr viel Mitleid mit Mira und sehr traurig, dass sie dort immer mehr verspottet und verhöhnt wird und da auch ihre Sachen beschädigt werden. Und man möchte am liebsten in das Buch reinsteigen und dem Kind irgendwie helfen.
Dadurch, dass Anya ja nur da zwei starke Themen hier perfekt miteinander verbunden hat, ist es auch ein Buch, was den Kindern nochmal in einer guten Erzählung zeigt, wie wichtig es ist, auch auf seine Schulkameraden zu achten und da nicht in eine Mitläuferschaft zu kommen oder was mit zu bestärken, aus einer persönlichen Kränkung oder irgendwas heraus, sondern da wirklich auch den Opfern, wie gesagt, hier ist es am Anfang ein selbstbewusstes Mädchen, auch zu helfen und irgendwie da zu versuchen. Die Auflösung oder die Lösung dieser Geschichte, die ist auch gut gelungen. Also Anya Noether lässt da nicht ihre Leser alleine, was ich sehr schön finde, dass da auch ein gutes Ende ist. Und ja, ich lese einfach mal ein Stück aus dem Buch vor. Ganz interessant ist, dass immer so ein Kapitel mit der Überschrift so ein Bild der Rätsel gibt. Das spielt auf die Rechtschreibschwäche von Mira an und auch sie spricht einfach am Anfang den Leser mit du an und dann gibt es immer wieder einzelne Wörter in dem Text, die so geschrieben wird, wie Mira sie denkt, dass sie geschrieben wird und ausspricht. Also nicht korrekt, sondern laut mal Umschreibung. Zum Beispiel Computer hier oder Rockanten. Manchmal ist es wirklich schwer, muss man ein bisschen nachdenken, was denn jetzt hier verstellen muss. Man muss sich darauf einlassen, das Wort so zu lesen, in der Lautmalerei so zu lesen, wie es geschrieben ist. Ja, und ich fange dann mal an. Und zwar geht es darum, dass Mira gerade erklärt, wer ihr bester Freund ist. Mein Freund heißt irgendwas mit F, mit Fenster F. Aber nicht wie beim Wiesling, nein, diesmal ist wie in Freund. Für mich ist er einfach mein längster Freund, weil ich ihn von allen am allerallerlängsten kenne, weil er in meine Klasse geht und 6 Hausnummern weiter wohnt, weil unsere Mütter Freundinnen sind, weil wir uns sogar so sehr mögen, dass wir früher immer zusammen gebadet und uns gegenseitig ins Badewasser gestrullert haben. Aber ich nenne ihn trotzdem besser mein längster Freund als mein Freund, der immer in mein Badewasser schrullert. Eigentlich passt die Bezeichnung längster nicht wirklich, denn mein längster Freund ist eigentlich der kürzeste Freund. Er ist der kürzeste Junge aus der ganzen Klasse, mit ganz weitem Abstand zu allen anderen, auch zu mir. Das ist aber nur manchmal ein Problem. Und weiter hinten. Geht es darum, dass sich da Mira zum Beispiel auch die Jungs ärgern gerade das neue Mädchen und Mira wehrt sich. Und das ist so ein Punkt, wo es dann so langsam dieses Mobbing losgeht. Also Mira wehrt sich gegen die Jungs, nimmt diese neue Freundin in Schutz. Und da kommt dann die Fiese. Hey Mira, rief sie aus sicheren 8 Meter Entfernung. Ihre Hofdame hatte sie schon wieder um sich geschart, nur meine lila Freundin war nirgends zu sehen. Die rosa Hose der Fiesen hat ein bisschen Schmutz abbekommen. Ich musste sie vorhin tatsächlich umgerempelt haben. Sie schnarrte angriffslustig und rachsüchtig. Hey Mira, wir brauchen keinen Bauerntrampel, der uns beschützt. Wir kommen selber klar, merkt ihr das? Die Anstreberin, ich holte folgsam. Ja, merkt ihr das? Ja, Bauerntrampe, trat die Zicke nach. Und dann donnerte aus einer anderen Richtung der wieder freigelassene Fußball auf mich zu. Er dotzte exakt vor mir in die Pfütze und schoss mir hart gegen das Schienbein. Aber erst nachdem sich eine schlammgraue Wasser und Fontäne über meine Hose ergossen hatte. Ja, Stiefverderberin, grinsten der Eck zahnlos und der freche Schrei hallte zu mir herüber. Ich hätte den Drecksball gern zurückgeschossen, aber in diesem Moment drehte sich Etepetete noch einmal zu mir um. Das ist die Aufsichtslehrerin. Sie sah den eigentlich beschlagnahmten Ball vor mir, sah meine tropfenden Hosenbeine und hob missbilligend ihre strichen, dünnen Augenbrauen. Sie kam nun noch nicht noch einmal zu mir, weil sie dann ein zweites Mal in die matschige Wiese hätte stückeln müssen.
Von nun an war es besser, wenn ich mich unauffällig verhielt. Keinere weiteren Vergehen, kein Streits. Auch gegenüber der Fiese musste ich stillhalten. Allein hätte ich gegen diese vier Furien ohne ihnen nichts ausgerichtet. Nirgendwo war eine Spur von meiner Lea-Freundin zu sehen. Verfeligst, das ist ihr bester Freund, hatte sich sowieso die ganze Zeit über nicht blicken lassen. Und so wartete ich einfach das Ende der Pause ab und wartete, bis der Gong dröhnt und wir brav in Zweierreihe und Glied in die Klasse gehen sollten. Sollten? Ja, sollten. Als wir uns wieder anstellten, meine lila Freundin rechts neben, die Fiese vor mir, da gab sich eine Gelegenheit. Ein klitzekleines Fenster für eine so gar nicht klitzekleine, sondern riesenfiese Rache. Ich sah die Fiese in ihren losen Plastikhausschuhen vor mir, aus denen sie hinten immer wieder herausschlappte. Ich sah den Weg, den gerade die drängenden Erstklässer nahmen. Er führte an der Engstelle bei den Fahrradständern direkt durch eine große Pfütze. Eine mindestens Wohnzimmerteppich große Pfütze. All das sah ich. All das formte sich blitzschnell zu einer Idee in meinem Kopf. Ich konnte es genau sehen, wie ich der Fies endlich ihre gemeinen Bemerkungen heimzahlen konnte. Wie ich ihr zeigen konnte, dass ich mit mir meine neue Freundin nicht so einfach abknöpfen ließ. Wie ich ihr ein für alle Mal den Bauerntrampel austreiben konnte. Ich musste ihr nur im richtigen Moment, gerade dann, wenn sie über die Pfütze lief, auf die losen Hintersohlen ihrer Plastikschuhe treten. Mit etwas Glück würde die Fiese kopfüber in den Dreck stürzen. Mit genau der gleichen Deutlichkeit sah ich sie vor mir, wie sich die Hose bis zum Glitzergürtel hoch mit Matsch vollsaugen würde. Dekorative Schlammspritze auf ihrer Stirn und der silbernen Prolle. Da ist zum Beispiel so eine Stelle. Prollero-Jacke. Vielleicht musste sie sogar weinen. Und dann, und noch etwas anderes sah ich, welch hohen Preis ich dafür zu zahlen hatte. Edepetete würde der Geduldsfaden endgültig reißen. Sie würde die höchstmögliche Strafe fangen, auf Schulhofprügeleien steht, dass man die elendlange Pausenordnung abschreiben muss. 3 bis 5 Mal, je nach Vergehen. Vielleicht würden die sogar meine Mutter in die Sprechstunde kommen lassen. Aber manchmal ist eine Sache es einfach wert. Manchmal muss man einfach eine harte Strafe in Kauf nehmen für seine Rache. Nur für diesen einen gemeinen Spruch, den man der triefenden Friesen einreiben konnte. Manche Bauerntrampel müssen sich sogar im Dreck wälzen wie Schweine. Also man merkt, wie zum Beispiel an dieser Stelle, dass Mira schon so ihre Gelegenheiten sucht, da sich zu wehren und da auch mal Rache zu nehmen und da auch nicht zimperlich ist. Und trotzdem baut sich also dieses Mobbing immer mehr auf. Linkslesestärke ist ein wirklich ganz starkes Buch von Anne Janotta, die sich mit dem Thema Leserechtschreibschwäche beschäftigt und Mobbing. Ein sehr guter Plot, auch gut zum Lesen. Die 240 Seiten sind das ist schon eine Hausnummer für die Kinder ab 8, 9 Jahre. Ich würde es vielleicht auch höher ansetzen. Trotzdem denke ich, dass die Kinder begeistert sind und eigentlich würde ich auch ganz mir wünschen, dass dieses Buch Schullektüre wird, einfach von dem wichtigen Thema her. Deswegen 5 von 5 Sterne. Wie immer schreibe ich alle Informationen zum Buch in die Infobox rein, verlinke auch auf die ausführliche Rezension in meinem Blog. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Linkslesestärke von Anne Janotta oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch und wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönig.